Michael Kraska leidet an einer psychischen Erkrankung. Im Sommer 2012 tut er etwas, das alle vor den Kopf stößt. Er nimmt sich im Alter von 28 Jahren das Leben. Für seine Eltern bricht eine Welt zusammen. Die beiden sind heute meine Gäste. Herzlich willkommen bei Mensch Gott, Dorothea und Wolfgang Kraska. Danke. Hallo. Ja, das ist jetzt nur wenige Jahre her, dass Sie diese schreckliche Nachricht erhielten. In was für einer Situation waren Sie, als Sie davon erfuhren? Wir befanden uns im Wallis in der Schweiz. Wir haben Urlaub da gemacht. Eigentlich geplant waren 3 Wochen. Mhm. Und es war gerade die erste Woche um, als der Anruf abends um 10:30 am Sonntag kam. Aus der Klinik. Und unser Sohn lag zu der Zeit in der Klinik. Mhm. Um 10:30 klingelt das Telefon. Da war der Arzt dran. Was hat er Ihnen gesagt? Er hat uns gesagt, dass er eine schreckliche Nachricht uns weitergeben muss. Dass unser Sohn sich das Leben genommen hat. Und ich war so geschockt, dass ich gesagt habe, ich muss erst mal auflegen. Mhm. Und habe meinem Mann das erzählt und habe ihn gebeten, dann noch mal da anzurufen. Mhm. Konnten Sie das glauben, was Ihre Frau Ihnen da erzählt hat? Ja, glauben konnte ich schon, aber es war so wenig, was sie auch jetzt zunächst gesagt hatte, dass ich natürlich auch noch mal das selbst hören wollte. Mhm. Ja. Und ich habe dann den Arzt noch mal selbst angerufen und hat mir das gleich im Grunde noch mal erzählt. Ja. Mhm. Hat mir auch erzählt, dass sie einen Abschiedsbrief gefunden haben. Mhm. Sonst hätte er wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so mit Bestimmtheit schon sagen können. Sie waren schockiert. Was haben Sie in dem Moment gedacht? Sie sind gerade im Urlaub und so eine Nachricht kommt rein. Also strukturiert gedacht haben wir gar nichts. Es ging alles durcheinander. Wir waren auch eigentlich damit beschäftigt, zu heulen, zu grübeln. Ein paar Sätze, ein paar Wortfetzen, aber wir haben noch nicht angefangen, das jetzt zu verarbeiten. Ja, also nur, es ging alles durcheinander, emotional und gedanklich. Wir sollten auch bei der Kripo noch mal zurückrufen am gleichen Abend, das haben wir dann auch noch mal gemacht. Und dann haben wir angefangen, Koffer zu packen, die Wohnung notdürftig sauber zu machen und sind dann noch am nächsten Morgen dann aufgebrochen nach Hause. Die Kripo sollten Sie anrufen, die Polizei, da sollten Sie auch am nächsten Tag gleich hin. Was hat Sie da erwartet? Ja, das wussten wir auch nicht so genau. Also da hatten wir auch ein bisschen vorgegraust, ehrlich gesagt. Wir sollten Sachen in Empfang nehmen. Und es ging auch um die Identifizierung unseres Sohnes. Und das war für mich ein ganz schrecklicher Gedanke, wie das funktionieren soll. Sie mussten ihn identifizieren? Nee, das ging auch darum, dass wir also auch bestätigen, dass es Sachen von unserem Sohn sind. Und ja, dass es unser Sohn ist, der da verunglückt ist. Also während der Rückfahrt im Auto am nächsten Tag hat die Polizei noch mal angerufen und nach einem Tattoo gefragt, das auf dem Arm unseres Sohnes war. Und das hat ihnen dann gereicht. Also bei jemandem, der wie unser Sohn unter einen ICE geraten ist, ist natürlich die Identifizierung so auch, ich würde mal sagen, emotional nicht möglich. Das heißt, die Polizei hat Ihnen geschildert, wie es passiert ist? Oder? Ja, das geschildert, auch wo das war. Und naja, auch, dass es eben mit einem ziemlich schrecklichen Bild dann auch geendet hat. Also die Vorstellung zu haben, dass Ihr Sohn sich dann vor den Zug geworfen hat, was hat diese Vorstellung bei Ihnen da ausgelöst? Also ich muss sagen, das hat mich zuerst überhaupt nicht erreicht. Ja. Also diese Aussage, ich habe also Tage, auch wochenlang eigentlich noch geglaubt, vielleicht haben die sich geirrt. Also unser Sohn hat Spanisch gelernt in der Schule, er hat immer die Idee gehabt, er würde gerne mal nach Spanien gehen, auch zum Arbeiten und zum Leben, weil ihm das Land einfach gefällt. Und ich habe gedacht, also vielleicht hat er das gemacht und es war ein ganz anderer. Also es war für mich, es hat mich nicht erreicht, es ist nicht innerlich bei mir angekommen. Ja. Sie haben also immer noch gezweifelt, ist das überhaupt unser Michael? Ja. Das konnten Sie gar nicht fassen. Wie war das bei Ihnen? Also mir haben diese Fakten natürlich schon gereicht und haben mich auch überzeugt. Diese Vorstellung, dass er sich unter einen Zug wirft, das ist natürlich nochmal was besonders Schreckliches. Habe überlegt, was macht man in den Sekunden vorher? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich würde nie den Mut aufbringen dazu. Überlegt, wie er vielleicht im Gebüsch gekauert hat, gewartet. Hat er sich hingelegt oder ist er vor den Zug gesprungen? All das wissen wir so im Detail nicht. Und dann fanden wir es natürlich auch schon schrecklich,
ich sag mal, auch im Blick auf den Lokführer oder so, das sind ja auch immer noch Beteiligte. Mhm. Haben Sie den getroffen? Nein, aber die Polizei hat gesagt, der Mann hat schon 7 Suizide erlebt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man sich da wirklich dran gewöhnen kann. Er war auch ein paar Tage krankgeschrieben hinterher. Mhm. Ja, diese Unfallstelle, die hatte besonders auch für Sie eine besondere Anziehungskraft. Sie wollten da unbedingt hin und Sie haben uns auch mal dort mit hingenommen. Also wenn ich hier an diesem Ort bin, ist das plötzlich wieder ganz nah. Ich war ja auf der Suche nach einem Hinweis, dass das mein Sohn ist, der hier gewesen ist. Und insofern habe ich wirklich permanent auf den Boden rechts und links geguckt und bin diesen Streifen hier abgegangen. Ich habe ja auch einige Sachen gefunden, die für mich dann einfach deutlich gemacht haben, es ist hier passiert, es war dein Sohn, weil es eindeutig war dann mit den Sachen, die wir gefunden haben. Was haben Sie denn da für Sachen gefunden? Also ich war mehrfach da an der Stelle. Einmal, also beim ersten Mal habe ich ein Stück von der Versicherungskarte gefunden. Mhm. Die Barmer Karte mit vollständigem Namen noch drauf, aber zersplittert eben. Also das war für mich dann sehr wichtig. Mhm. Ich habe ein Stück von seinem Gürtel gefunden und auch sein Portemonnaie gefunden. Und noch ein Kontoauszug, wo eigentlich auch nicht mehr viel zu sehen war, außer seinem vollständigen Name. Und ansonsten war der auch zerrissen. Und Ausgerechnet der Name, das hat Ihnen dann Sicherheit gegeben. Ja, es war mein Sohn. Wieso lagen denn die Dinge dort noch rum? Also war das so weit im Umfeld verstreut, dass die Polizei das nicht gefunden hat? Also die Polizei hat gesagt, das hat sich über 200 Meter erstreckt, die Teile. Und die haben halt nur auch andere Sachen gesucht als wir. Gab es denn irgendwelche Anzeichen, die Sie hätten warnen können, dass er das tut? Naja, Michael war natürlich 10 Jahre psychisch krank und bei solchen Menschen ist das immer eine Option. Und immer wenn er in der Klinik war, ist er auch danach gefragt worden. Und als wir in Urlaub gefahren sind, war er auch gerade in der Klinik. Und wir haben das natürlich auch gefragt und geklärt. Aber er hat das weit von sich gewiesen. Er wirkte geradezu fröhlich. Er war sogar am Abend vorher mit unserer Tochter zusammen noch im Freibad und auch die hat nichts gemerkt, er wirkte ganz entspannt. Vermutlich hat er es bewusst so auch verborgen, auch damit es wirklich gelingt und ihm niemand dazwischen kommt. Und es war wohl auch eine sehr überlegte Tat. Also die Ärztin hat uns im Schlussgespräch gesagt, es war eine Bilanzierungstat, hat er lange darüber nachgedacht, hat sein Leben betrachtet, seine Zukunftsmöglichkeiten. Was heißt Bilanzierungstat genau? Dass er eben jetzt auf 10 Jahre zurückgeblickt hat, vieles erlebt hat, auch wie Träume zerbrochen sind und sich auch ausmalen konnte, wie seine Zukunft weitergeht oder eben auch nicht weitergeht. Und dass man dann einen Strich drunter zieht und sagt, ich habe keine Zukunft. Zumindest nicht. Oder das will ich nicht. Ne? Ja, oder die Zukunft, die auf mich wartet, die will ich nicht. Oder die kann ich nicht leben. Haben Sie eine Idee, was ihn letzten Endes, er war sehr lange krank schon, trotzdem dazu geführt hat, also diesen Schritt doch zu tun, dass es vielleicht doch einen Auslöser gab? Haben Sie da eine Idee? Also die Ärztin hat uns im Schlussgespräch auch gesagt, er hat eine akute Psychose gehabt. Das war auch in seinem Abschiedsbrief deutlich. Also er hatte auch wieder Wahnvorstellungen, die zu dieser Erkrankung gehören. Und Der Abschiedsbrief, den gab es auch. Was hat er denn da drin geschrieben? Also der lag unter seinem Kopfkissen in der Klinik und da stand drin, Hallo ihr Lieben, ich wollte mich von euch verabschieden, bevor ich gehe. Ich bin als freier Christ geboren und bin jetzt bei Jesus und gestorben und bin jetzt bei Jesus und bei Gott. Also geht es mir jetzt besser als euch. Smiley. Und am Ende dann, wir sehen uns wieder, auf Wiedersehen im Paradies. Ja, das war dann auch so die Perspektive, die auch uns dann Hoffnung gegeben hat. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich, in einem Abschiedsbrief eines Menschen, der nicht mehr leben möchte, so ein Smiley zu sehen. Wie haben Sie das aufgenommen, als Sie das gelesen haben? Also für mich war das sehr,
wie soll ich das sagen, bewegend. Also das war mein Sohn, wie ich ihn kannte. Also er hat immer für andere gesorgt. Das haben seine Schulkameraden auch im Nachhinein so erzählt. Seine Geschwister haben ihn so gesehen. Also er hat immer um sich herum auch die Menschen erlebt und mit einbezogen in sein Leben und hat immer gesehen, dass es ihnen gut geht. Und ich denke, das ist auch für uns, ja, dass er einfach für uns an der Stelle gesorgt hat. Also für mich beschreibt es das ganze Spannungsfeld. Das ist eben diese Kombination aus tiefer Verzweiflung, nicht mehr leben können, und gleichzeitig Hoffnung auf Gott, auf eine ganz andere Zukunft. Also Sie sagen, das war halt auch gerade ein psychotischer Schub, also da, wo es gerade akut war. Wie zeigte sich denn diese Krankheit bei ihm? Also in dieser akuten Phase hatte er immer ganz starke Angstzustände, also er fühlte sich verfolgt. Und also es war für uns auch ganz schrecklich mitzuerleben, wie er gefangen war in seiner Angst, wie er nicht mehr wusste nach rechts und links. Und ja, also. Ja. Sie sind Pastor und Sie haben Wert darauf gelegt, Ihre Kinder zu segnen, auch als Michael noch ganz klein war, haben ihn bewusst unter Gottes Schutz gestellt und jetzt passiert trotzdem so ein schlimmes Unglück. Hat das Ihren Glauben nicht total erschüttert oder was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, natürlich hat es uns das zunächst mal total erschüttert, weil auch gerade in der Frage der Segnung des Kindes kommt die ganze Fragestellung ja zusammen. Es ist so, dass ich bis heute keine Kinder mehr segnen kann. Ich habe zum Glück einen Kollegen, der das für mich übernimmt. Aber so dieser fröhliche, bestimmte Zuspruch an junge Eltern, Gott ist mit deinem Kind unterwegs, du musst dir keine Sorgen machen, Gott ist auf eurer Seite. Ich glaube das zwar trotzdem noch, aber es kommt mir nicht mehr so leicht über die Lippen und vor allen Dingen überfordert es mich emotional. Was mich wirklich da getragen hat und gerettet hat, ist zum einen, dass ich eigentlich nie so die Vorstellung hatte, Christen passiert so etwas nicht. Ich kenne das schon aus meinem Umfeld auch, dass Leute so der Ansicht sind, wenn ich genug glaube, wenn ich genug bete, wenn ich alles richtig mache, bleibt mir das erspart. Da fallen viele um mich her, Tausende fallen, aber ich bleibe stehen, wenn ich alles richtig mache. Und ich habe gemerkt, dass solche Menschen dann oft auch vor dem Nichts stehen. Dass dann der Glaube auch ihnen noch zur zusätzlichen Last wird. Ich habe nicht nur den Schmerz der Situation, sondern ich muss dann auch noch ertragen, dass ich wohl falsch geglaubt habe, dass es Sünde in meinem Leben gibt und so weiter. Also es wird zur zusätzlichen Belastung. Und ich habe eigentlich immer die Welt und auch Gott anders gesehen. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und jeder von uns trägt ein Stück in seiner Biografie davon. Und auch wir erleben das so, auch bei uns ist das so. Das ist halt unser Teil oder auch der Teil, den unser Sohn zu ertragen hatte. Hatten Sie Schuldgefühle? Wir haben uns die Frage natürlich gestellt, ob wir was falsch gemacht haben. Also gerade auch, wenn wir uns so die Kinderbilder angucken aus früheren Zeiten, wo er fröhlich war und in der Schule war er sehr gut zurechtgekommen. Da fragen wir uns schon, was ist da schiefgelaufen? Wo ist da irgendwas reingekommen ins Leben und hätten wir das verändern können? Er war unser jüngstes Kind. So ein bisschen, wie das beim vierten dann ist, mit groß geworden, haben wir uns ihm genug zugewandt. Aber Freunde haben uns gesagt, fangt gar nicht erst an, darüber nachzudenken. Also ihr habt so viel getan, euch so investiert, auch gerade in der Zeit der Krankheit. Man kann sich nicht selbst freisprechen. Sicher haben wir auch Fehler gemacht. Aber wir werden jetzt auch nicht von konkreter Schuld umgetrieben. Ja. Bis heute können Sie keine Kinder segnen als Pastor. Ich habe das vorhin gemerkt, da ist Trauer noch da. Und vor ein paar Jahren war die Trauer sehr akut. Wie hat sie sich bei Ihnen gezeigt, die Trauer? Also ich habe Wochen, sogar Monate lang immer das Gefühl gehabt, also jetzt geht gleich die Tür auf und er kommt wieder reingeschneit. Also er ist fast jedes Wochenende zu Besuch gekommen, wenn er in der Klinik war oder auch in seiner Wohngruppe war. Also freitags klingelte es oder er kam so rein, weil er einen Schlüssel hatte. Also ich habe oft an den Wochenenden mal gedacht, jetzt ist es gleich wieder soweit. Und ich habe auch bis heute eigentlich diese Begrüßungszeremonie im Ohr noch und vor Augen. Für mich war die Trauer unberechenbar.
Es gab so Situationen, wo ich gar nichts empfunden habe. Ich bin zum Friedhof gegangen und habe geguckt, wie die Blumen aussehen. Das hat mit mir nichts gemacht. Aber ich stehe unter der Dusche und ja, fange auf einmal an zu heulen. Oder ich stehe an der Ampel hinterm Auto und da steht dann, was weiß ich, Abi 2012. Und also sowas macht mit mir dann was bis heute. Also wenn wir in der Gemeinde ein bestimmtes Lied singen, also du bist ein wunderbarer Hirte, das kann ich bis heute nicht singen. Also da holt mich das auch jedes Mal wieder ein. Ja. Weil das auch so ein Segnungsspruch war, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Und da habe ich bis heute auch eine Frage, wo war der gute Hirte da? Ja. Also es fällt mir schwer. Sie leben bis heute mit dieser Lücke, was auch immer wohl eine Lücke bleiben wird. Sie hatten dann noch das... die Schwierigkeit, dass Sie so unterschiedlich mit der Trauer umgegangen sind, was auch Ihre Ehebeziehung belastet hat. Wie sah das aus? Das erste war die Frage, zur Unfallstelle nochmal zu fahren. Dorothea hat dann bei der Polizei angerufen, hat sich den Bahnkilometer genau geben lassen. Dann sind wir zusammen dahin gefahren. Ich hätte es nicht gebraucht. Für mich war das jetzt klar von der Aktenlage. Der Brief war gefunden. Das Tattoo war identifiziert, aber okay, ich bin mitgegangen. Und dann musste sie noch zweimal dahin. Also für sowas habe ich dann echt kein Verständnis gehabt, sich auch selbst so zu quälen. Ja? Das heißt, was war jetzt der Unterschied zwischen Ihnen beiden, wie Sie damit umgegangen sind? Also für mich war wichtig, dass ich das erstmal aufnehme und dass es mich erreicht innerlich, dass es mein Kind ist. Und das hat wochenlang gedauert, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Beim ersten Mal wollte ich einfach erstmal wissen, wo es passiert ist und ich habe mir dann auch vorgestellt, wie er dann vom Bus praktisch diese Bahnstrecke da entlang gegangen ist und bis zu dem Punkt, wo das passiert ist. Also ich habe versucht, das so nachzuempfinden, was auch in ihm vorgegangen ist, in der akuten Psychose. Wieder. Ich meine, wir haben ihn zu Hause erlebt, was für Ängste er gehabt hat und so weiter. Und beim zweiten Besuch, ja, da war eben das Suchen von Sachen auch wichtiger. Also beim ersten habe ich eher aufgenommen, was hat er empfunden, als er da entlang ging, und beim zweiten Mal war es für mich wichtig, da noch Sachen zu finden. Ich habe immer gesagt, wenn mein Vater stirbt, den würde ich mir angucken, dann weiß ich, der ist tot. Und dieses letzte Element, das hat mir bei meinem Sohn einfach gefehlt. Und ich brauchte da einen Ersatz für, und das waren eben diese Sachen auch. Und ich habe es mir mit dem Kopf gemacht. Also ich habe mir die Fakten angeschaut, und das hat mich überzeugt. Und ich musste es theologisch aufarbeiten. Und da hat mir dann hinterher auch das Schreiben geholfen, weil ich dann einfach mich auch zwingen musste, konsequent Sachen zu Ende zu bringen. Das ist auch eine Form für mich gewesen, mit der Trauer und auch mit den Fragen umzugehen. Was brachte denn dann in diesem Trauerprozess ein bisschen Licht wieder rein? Haben Sie irgendwie etwas an Trost erfahren? Dann konnte sie was erreichen? Du hattest ja auch ein Buch vorher gelesen. Genau, ich hatte im Urlaub ein Buch gelesen. Also wir kamen in dieses Haus in der Schweiz rein, im Wallis. Das kannten wir nicht, wir kannten auch nicht die Leute, die es vermietet haben. Aber als wir die Tür aufgemacht haben, habe ich gesehen, die haben eine ganze Schrankwand mit christlichen Büchern. Und eins ist mir, ich habe da nur geguckt, was da so steht, eins ist mir dann gleich ins Auge gesprungen, was ich mir eigentlich schon selber gerne gekauft hätte, auf 90 Minuten im Himmel. Das beschreibt einen Pastor, der einen Unfall hatte und 90 Minuten klinisch tot war. Und der beschreibt auch, was er praktisch in dieser Phase da erlebt hat. Und er hat auch ein Stück so Einblick in den Himmel gegeben, wie er es gesehen und erlebt hat. Und ich habe einige Zeit später zu meinem Mann gesagt, wenn unser Sohn da ist, dann geht es ihm jetzt gut. Also da ist all das von ihm abgefallen, was wirklich auch schwierig war in seinem Leben und auch für uns schwierig war. Also das hat mir geholfen und im Rückblick konnte ich sehen, also Gott hat für mich da schon vorgesorgt. Also er hat mit diesem Blick auch in Richtung Himmel eröffnet durch dieses Buch, was ich da gelesen hatte. Und das hatte ich gerade an dem Sonntag auch zu Ende gelesen. Das war so, in der ersten Woche habe ich das ausgehabt. Und im Reflektieren kann ich sehen, also Gott hat genau bei meinen Bedürfnissen auch angesetzt, hat mich da versorgt. Und noch eine zweite Sache auch, also dieser Abschiedsbrief. Ja. Also unser Sohn hat mir eine Perspektive in Richtung Himmel eröffnet. Ja. Ja. Und das sehe ich auch als Gottes Geschenk an mich, dass er weiß, wie ich ticke. Er weiß, was ich brauche, um jetzt auch diese Sicherheit zu haben. Das war dein Sohn und er ist jetzt bei Gott. Und das hat er mir dann auch mit diesem Brief gegeben. Auf Wiedersehen im Paradies ist eine
eine Perspektive für mich, mit der ich auch weiterleben kann. Sie haben sich ein paar Gegenstände von Michael aufgehoben in einer Vitrine und die haben Sie uns auch mal gezeigt. Die hat er ja irgendwie besonders geliebt und aufbewahrt. Ne? Die habe ich ihm zum 16. Geburtstag geschenkt. War ein Witz. Michaelis, Bräu, Wengern, mein erstes Bier, Freibier. Mit 16 darf man Bier trinken. Also wir hatten viele so witzige Sachen, ne? Die er auch dann ja, für sich so aufbewahrt hat. Ich liebe diese Rasterlocken. Das ist noch ein Stück von meinem Sohn. Die durfte ich ihm abschneiden. Und die riechen auch noch nach ihm. Und ich liebe vor allen Dingen auch dieses T-Shirt, was er auch fast immer angehabt hat. Und das riecht auch noch ein bisschen nach ihm. Das ist für dich wichtig, nicht? So Gerüche als Erinnerungen. Ja, wir wollten die Erinnerung schon wachhalten natürlich, aber auch nicht das ganze Haus jetzt nur auf unseren Michi ausrichten. Er ist auch sowieso jeden Tag in unserem Leben präsent. Auch wenn wir beten miteinander, er kommt immer drin vor, er ist ja nicht einfach weg, sondern er bleibt eins unserer Kinder. Michael ist der Jüngste gewesen von 4 Kindern. Und Sie haben sich mal die Frage gestellt, kurz nachdem das passierte, können wir jemals wieder fröhlich sein? Können Sie diese Frage heute beantworten? 3 Jahre später? Wir haben uns, wir waren sogar fröhlich in der absoluten Trauerphase. Also noch vor der Beerdigung waren unsere Kinder auch zu Besuch. Und wir haben also alle erzählt, wie wir Michael erlebt haben, auch unsere anderen Kinder. Und da sind durchaus ganz witzige Sachen in Erinnerung geblieben. Also das steht nebeneinander. Also man hat wirklich auch fröhliche und schöne Momente. Und das ist auch heute so und wir freuen uns auch wirklich. Was wir sehr intensiv erlebt haben in dieser Phase, ist die Gegenwart Gottes, ich würde sagen durch den Heiligen Geist, den Frieden Gottes. Das kann man sich nicht herleiten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Argumente haben denn dazu geführt, dass ich wieder fröhlich bin, sondern schon, dass auf eine ganz andere Weise, als würde man intravenös ernährt, von Gott getröstet zu sein. Also das war schon eine ganz starke Erfahrung. Die Fragen sind nicht weg, aber sie sind irgendwie verpackt, sodass man sich nicht mehr dran schneidet, sodass sie nicht mehr so wehtun. Was würden Sie denn anderen Eltern, die dasselbe Schicksal haben, was würden Sie denen mitgeben, was würden Sie ihnen sagen? Also ich würde sagen, Gott trägt durch. Er spart das nicht, aber er trägt durch diese schwierigen Zeiten. Ich würde das Gleiche mit ähnlichen Worten sagen. Also das Wichtigste, was man im Leben haben kann, ist ein Vater im Himmel, der mit einem geht. Und zwar durch dick und dünn, auch durch die schwierigen Situationen. Schön, wenn es uns gut geht, schön, wenn wir ihn loben können und singen können. Aber noch wichtiger, gut, wenn er da ist, wo wir selbst nichts mehr haben. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute weiterhin. Danke. Eine schockierende Geschichte, aber nicht ohne Hoffnung. Wir freuen uns über Ihr Like und auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Denn es warten noch viele weitere Geschichten auf Sie, wie zum Beispiel hier im nächsten Kästchen. Bis gleich.